11 Heimsiege in Folge, das gibt Selbstvertrauen und dementsprechend startete die VfL Kirch dann auch ins Heimspiel gegen Kitzbühel. Die Gastgeber begannen druckvoll und hatten dann auch die große Chance auf den Führungstreffer. Preuß scheiterte in dieser Szene aber an Kitzbühel-Goalie Rainer. Die Gäste aus Tirol versteckten sich aber keineswegs. Auch Kitzbühel hielt dagegen und erspielte sich Möglichkeiten. Hochfilzer zog in dieser Szene aber gegen Bock den Kürzeren. Somit endete das erste Drittel torlos 0:0, rein in den zweiten Abschnitt und da konnte die VU schnell an ihre alte Heimstärke anschließen. Stanley mit dem idealen Assist und Winzig traf zur Führung. Die VU lag gegen Kitzbühel also mit 1:0 in Front. Danach herrschte aber wieder Ladehemmung bei den Lampert-Cracks. Die Tiroler Gäste fanden immer besser in die Partie und wurden auch gefährlicher. Ulrich scheiterte hier aber ebenfalls an Bock. Dann mussten die Feldkircher allerdings in Unterzahl agieren. Janscha saß draußen und auf dem Eis belohnten sich die Gäste für ihre Mühen. Trummer eiskalt, neuer Spielstand 1:1. Die VU aber gleich im Gegenzug mit der nächsten dicken Chance, fakete im Break auf Meiric, Kitzbühel-Keeper Rainer aber mit einer Wahnsinnsparade. Es blieb beim 1:1. Im letzten Abschnitt kamen die Tiroler besser aus den Startlöchern, Feldkirch mit den Gedanken wohl noch in der Kabine und Kitzbühel plötzlich in Führung. Eukarinen schaltete hier am schnellsten und erzielte das 2:1 für die Gäste. Die Lampert-Cracks stemmten sich nun aber gegen die Niederlage, allerdings agierten die Adler aus Kitzbühel an diesem Abend eiskalt. Plötzlich war Eukarinen wieder völlig frei, Eukarinen gegen Bock und Eukarinen erfolgreich. Kitzbühel lag in der Fallberghalle mit 3:1 Toren in Front. In der Schlussphase riskierten die Hausherren dann aber alles. Torhüter Bock raus, sechster Feldspieler rein. Am Ergebnis änderte sich aber nichts mehr. Nach 11 Heimsiegen in Folge musste sich die Lorenzlift VfL Feldkirch gegen Kitzbühel mit 1:3 geschlagen geben. Ich denke, dass wir heute nicht bei dem Energielevel waren, wo wir normal sind. Wir haben eine harte Woche hinter uns gehabt, 7 Tage, 4 Spiele und 1500 Kilometer im Fuß. Aber es gibt keine Ausrede, das ist so. Kitzbühel hat gut gespielt, hat clever gespielt. Wir hätten trotzdem genug Chancen gehabt über das Spiel verteilt, haben leider aus einer Vielzahl von Chancen kein Tor gemacht, haben einen entscheidenden Führung gehen können. Sie waren immer dran, waren immer bissig und haben am Schluss in dem Fall dann nicht unverdient gewonnen, wenn man die Chancen nicht nützt. Ja, it's a tough loss. It's always hard losing, but I didn't think that we played a bad game. I think maybe we were a little tired coming off the road from the weekend. And we didn't score on the power play, that hurt us tonight. And Kitzbühel played a good game, so can't take anything away from them.